Hallo, grüß euch. Ich mache heute wieder einmal ein Brot. Habe schon länger keins mehr gemacht. Und zwar habe ich da drinnen 3 Teile Mehl, also 250 Gramm Weizenvollkornmehl, 250 Dinkel normales Mehl und 250 Roggen normales Mehl. Also nicht Vollkorn, nur das Weizen ist Vollkorn. Dann tun wir rein ein paar Haferflocken. Oder ich habe immer so eine 6-Korn-Mischung. Es könnt ihr auch Vollkornflocken nehmen. Das ist egal, ich tue es halt so. Dann haben wir da Saaten. Und zwar Kürbiskerne, Leinsamen, ein bisschen Sesam und Sonnenblumenkerne. Die tun wir auch dazu. Dann kommt ein Esslöffel Salz dazu. Den brauchen wir schon bei den Mengen. Dann haben wir, wer einen flüssigen Sauerteig hat, soll 150 Gramm flüssigen Sauerteig nehmen. Den gibt es ja schon in Sackeln zu kaufen. Ich habe den nicht. Deshalb tue ich einen gehäuften Esslöffel roten Sauerteig rein. Und da, das ist immer mein Test, habe ich 150 Milliliter Wasser drinnen und 2 Backteln Trockenhefe und ich sehe, wie toll die aufgegangen ist. Das tun wir da dazu und jetzt noch 400 Milliliter Wasser. Insgesamt sind es 550 Milliliter Wasser. Und das lasse ich auf kleiner Stufe jetzt. Auf der kleinsten Stufe lasse ich das jetzt gemütlich 5, 6, 7, 8 Minuten kneten. Und dann bin ich wieder bei euch. Ich hole inzwischen die Form und richte es her und dann bin ich wieder bei euch und dann machen wir es fertig. Bis später. So, der Tag ist jetzt richtig gut durchgeknetet. Jetzt tue ich das Backerl auf 40 Grad einschalten und da lasse ich dann den Tag eine Stunde drinnen gehen. Da mal nochmal schön zusammenkneten. Das weg. So schaut das gut aus. Dann tue ich da gerade ein bisschen Mehl rein, dass er mir nicht anhockt. Dann tun wir die Haube drauf. Ich habe da so eine Haube für den Garnteig zum Gehen. So stelle ich ihn jetzt bei 40 Grad eine Stunde ins Backerl, bis er sich richtig schön groß ist. Und dann tue ich ihn in die Form rein, die habe ich mit Backtrennfett ausgebuttert, kann man sagen. Und da backen wir das nachher so 50, 60 Minuten. Die letzten 10 Minuten tun wir es immer aus der Form aus und dann gibt es eine super gute Kruste. Also, bis in einer Stunde ungefähr. Pfiat euch dabei. So, der Tag war jetzt eine Stunde im Backerl. Jetzt ist er doppelt so groß. Der ist total schön aufgegangen. Muss ich sagen, es ist nicht immer gleich, aber der ist super schön aufgegangen. Jetzt tue ich ihn gerade noch einmal ein bisschen durchkneten. Immer so zusammenlegen. Und so tun wir jetzt in die Form. Ich gehe ihn immer her. Das ist das weg, das ist das 6. Nehmen wir Wasser und drücken so ein bisschen rein. Das ist ganz gut, wenn der Tag noch ein bisschen feucht ist. Das tut ihm gar nichts. So, jetzt decke ich ihn ab. Ist in der Mitte nicht so hoch. Und solange das Backerl jetzt braucht, bis ich das 10 Minuten auf 220 Grad Heißluft, dann schalte ich es 40 Minuten auf 190 Grad und die letzten 10 Minuten tue ich es aus der Form aus, aber es bleibt bei 190 Grad. Das schreibe ich aber genau zum Rezept dazu. Also wenn ich schreibe, fallend auf 190 Grad, nach 10 Minuten auf 190 Grad umschalten. Das heißt man fallend backen. Okay? Und wenn das Brot fertig ist, sage ich es euch. Bis später. So, Backofen gibt Signale, dass es fertig ist. Bah, ist das schön geworden. Bitte schau, gesagt, das Brot und na herrlich. Und mit den Nüsse, also mit den Saaten drinnen, mit den Sonnenblumenkerne und alles. Oh,
probiert es einmal selber das Brot backen. Da ist wirklich nichts dabei. Man muss nur einen Tag machen und dann muss man halt warten, aber da kann ich dabei die Hausarbeit machen und dann muss man halt wieder warten, bis es backen ist und da kann ich auch dabei die Hausarbeit machen. Es ist bald einmal Ostern und deshalb möchte ich euch noch nahelegen, wer noch kein Geschenk für Ostern hat, unser Buch gibt es überall bei Amazon, bei Tirolia, bei Dalia, bei Weltbild. Überall könnt ihr das kaufen, vielleicht braucht es noch ein Ostergeschenk und nachher, ja, darf mich freuen, wenn es sowas noch kauft. Ich sage wieder mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Pfiat euch!